Ich möchte dieses Video mit einem Zitat beginnen. Die Notwendigkeit kritischen Denkens war noch nie zuvor so groß wie im Zeitalter des Internets. Das Problem besteht nicht mehr darin, Zugang zu Informationen zu bekommen, sondern in der mangelnden Fähigkeit dazu, diese Informationen zu verarbeiten und Sinn daraus zu ziehen. Dieses Zitat stammt von Massimo Piliucci, einem US-amerikanischen Philosophen. Mir ist bewusst, dass die Aussage eine klar westliche Ansicht hat. Nicht überall auf der Welt sind Informationen durchs Internet jederzeit verfügbar. Aber es veranschaulicht, wie wichtig kritisches Denken ist, ein bekannter Begriff für uns aus den 4K-Modellen. Kritisches Denken hilft uns unter anderem, die verfügbaren Informationen auf ihre Wissenschaftlichkeit zu prüfen und etwas daraus zu lernen. Und kritisches Denken hilft uns, unser Ziel der digitalen Souveränität zu erreichen, also die Möglichkeit, digitale Medien selbstbestimmt zu nutzen und sie an die ständig wechselnden Anforderungen in einer digitalen Welt anzupassen. Dafür müssen wir uns der ständigen Informationsverfügbarkeit bewusst werden. Wir müssen uns auch damit befassen, wie sich unser Lernen dadurch verändert hat. Machen Sie sich doch kurz Gedanken über Ihre Lernerlebnisse. Was sind die letzten 5 Situationen, in denen Sie etwas gelernt haben? Denken Sie auch an Situationen außerhalb von Studieren und Universität, in der Freizeit, bei Gesprächen oder sonstigen alltäglichen Tätigkeiten. Haben Sie das Lernerlebnis bewusst wahrgenommen? Und haben Sie gedacht, jetzt habe ich etwas gelernt, oder passierte es eher beiläufig und Sie realisieren gerade jetzt, dass Sie damals etwas gelernt haben? Haben Sie das neue Wissen überprüft oder könnte es sich auch um Desinformation handeln? Und konnten Sie es bereits in andere Settings übertragen? Vielleicht ist es so, dass Sie gerade erneut feststellen, dass Lernen weit über die Lernsettings an der Uni hinausgeht und oftmals beiläufig passiert, auch aufgrund der allgegenwärtigen Verfügbarkeit von Informationen und Wissen. 70-90% der Lernprozesse von Erwachsenen finden außerhalb von Bildungsinstitutionen statt. Das führt uns zu den 3 Begriffen informelles, implizites und formales Lernen. Informelles Lernen ist meist bezogen auf eine zu lösende Aufgabe oder Problemstellung. Informelles Lernen ist ein instrumentelles Lernen, ein Mittel zum Zweck. Es stellt sich ein Lernergebnis ein, ohne dass wir dies im Allgemeinen bewusst angestrebt hätten. Der Zweck ist nicht das Lernen selbst, sondern die bessere Lösung, eine Handlung auf eine Situationsanforderung, oftmals eingebunden in einen sozialen Kontext. Die Handynutzung ist ein Beispiel für informelles Lernen. Wir sind sehr motiviert, unser neues Handy zu beherrschen. Das Lernen an sich steht aber nicht im Vordergrund, sondern die zu lösende Problemstellung, eben die Handynutzung. Oder, um ein Beispiel ganz außerhalb von Digitalisierung und Technik zu nennen, auch in familiären Gesprächen, zum Beispiel beim Lernen einer Generation von der anderen, also zum Beispiel im Gespräch mit den Großeltern, findet informelles Lernen statt. Auch beim impliziten Lernen ist der Zweck nicht das Lernen an und für sich. Im Gegensatz zum informellen Lernen steht beim impliziten Lernen nicht eine konkrete Handlung, eine Lösung für eine Situation im Vordergrund. Es geschieht beiläufig. Die Personen sind sich oftmals nicht bewusst, dass sie gerade ihre Kompetenzen erweitern. Zum Beispiel wissen wir die Namen von Kolleginnen und Kollegen im Studium, auch wenn wir diese nicht bewusst erlernt haben. Niemand hat die Namen abgefragt und dennoch sind sie uns präsenter als viele Fremdsprachenwörter, die wir gelernt und abgefragt haben. Beim formalen Lernen ist das Ziel im Vornherein bekannt. Das geschieht zum Beispiel im Rahmen einer Aus- oder Weiterbildung, also zum Beispiel ganz konkret im Rahmen Ihres Studiums, das auf einen Abschluss oder ein Zertifikat ausgerichtet ist. Die Digitalisierung hat unsere Form des Lernens stark verändert. Informelle und implizite Lerngelegenheiten haben sehr stark an Bedeutung gewonnen. Darum ist es besonders wichtig, dass wir ein kritisches Denken und einen bewussten Umgang mit Medien pflegen.